Hallo Leute, es ist jetzt 20 Uhr, heute Morgen war es 10 Uhr an einem Samstag. Es ist jetzt hier in der Nacht und im Game ist es in der Nacht und ich werde mal wieder Resident Evil zocken, weil ich dieses Spiel schnell beenden werden will. Ja. Ja, wir nehmen jetzt erstmal die ganzen Sachen hier mit. Na, verdammt nochmal. Hätten wir jetzt noch einmal, ich habe dreimal Gunpowder B und zweimal nur A. Hätte schon ein drittes Mal A gehabt, hätte ich den Magnum geschossen mixen können. Ein bisschen ärgerlich, aber naja, ist jetzt nicht so schlimm. Warte mal, was ist das denn? Ein Eisenrohr. Oh, da liegt Feuer im Kamin. Feuer im Kamin. Da liegt Feuer im Kamin. Definitiv. Nee, da liegt Holz im Kamin und ich glaube, wir könnten es anzünden. Deswegen gehe ich jetzt mal zurück und hole das Feuerzeug. Ich muss sowieso noch hier rein und um das Gunpowder abzulegen. Oh. Einmal fehlt mir noch. Das ist ärgerlich jetzt, ne? Moment, ich hatte was versprochen im letzten Part. Das muss alles schön sortiert bleiben, aber ich hatte wirklich was versprochen. Und ich hatte darauf geschworen, die Energie zu nehmen. Ach. Was mache ich da? Es nimmt schon wieder lange Zeit. Ja. Können wir gleich das rote Kraut noch holen. Warte, ich gehe erst das rote Kraut holen. Wer weiß, was passiert danach. Vielleicht kommen wir in einen ganz anderen Abschnitt. Erst immer an das rote Kraut denken. Ah. Mit der Pistole habe ich jetzt kein Problem, einfach draufhalten, die werden wir eh nicht mehr so oft benutzen. Die halten aber viel mehr aus als vorher, diese Zombies. Okay, die sind bei... Noch genau zwei Magazine für die Pistole. Jetzt nicht mehr. So. Die roten Kräuter. Die geheiligten roten Kräuter. Es fängt immer gut an. Ich muss immer eine halbe Stunde kramen, bevor ich mit der Action losgeht. Kein Wunder, dass wir so lange brauchen. Ich hatte keinen Bock 40 Parts zu machen. Okay, 40 wären zu schwer. Das ist der 25. 30, spätestens 35 Spiel beendet. Spätestens. Der wäre noch 10 Parts, nicht mal. 31 vielleicht, das Spiel beendet. Bin ja auch ein ziemlich wirklich am Ende. Wird nicht mehr sehr viel passieren. Nemesis ist bestimmt noch auftauchen, der ist ja nicht tot. Und das Spiel heißt ja Nemesis. Und wartet mal. Gekrame, gekrame, gekrame. Immer dieses Gekrame. Es entsteht Superkraut. Das Beste ist noch besser als das andere, weil dann... Obwohl, ich sollte die auch mal mixen mit dem Blauen, weil ich brauche das Blaue ja an sich so nicht. Das ist eine gute Idee, werde ich machen. Weil ehrlich gesagt, nimmt nur da Platz weg. Und wenn wir wirklich in Gefahr sind, können wir auch dieses Kraut hier nehmen. Denn dann hat man noch die Chance, was vergiftet ist.
das grün-blaue, das grün-rote halt nicht die Vergiftungen. Und das hat halt aber alles. Weil Leben kriegst du plus die Vergiftung, also ist schon ein bisschen effektiver. Ah, guckt euch das mal an. Das fängt doch, da haben wir doch noch sehr gut drauf geholt. Das brauchen wir. Ja. Ne, es geht weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Dann tschüss, liebe Leute. Nein, ich werde keinen 4-Minuten-Part machen. War irgendwer der unlustig, weil der kam zu einer ganz dummen Situation. Wir brauchen das Fahrzeug nicht mehr, okay. Da ist ein kleines Loch, also schätze ich mal, dass wir... irgendwie... ja. Hast du gut gemacht, Chill. Gut gemacht. Ja. Ja, das Eisenrohr ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Ich schätze mal, wir können da durch. Jo, ist auch so. Stirb, Gegner. Okay, doch nicht. Da hinten glitzert was. Was liegt denn hier? Oh. Granatenmunition. Warum liegt hier überall Granatenmunition rum? Wenn in diesem Spiel ganz viel Munition rumliegt, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Parki. Achso, das war der eine Kiefer da hinten. Hier eine Notiz. Fax vom Hauptquartier. Ein kurzes Fax, da liegt auch noch eine Notiz. Supervisors Report. Da oben steht Nemesis. Der hält doch bestimmt aus der Hand. Das ist eine Leiche, die halt immer was. Okay, oder auch nicht. Können wir nichts machen. Okay. All supervisors, mission terminated. Return immediately. Repeat. All supervisors return immediately. Over. Okay. Also Videosequenz, ich bin ruhig. Nikolai. And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Ah! Another mutant! Ein weiterer Mutant, lol. Okay, wir haben Granaten gefunden, ganz viele. Wir haben zweimal dieses Geräusch gehört, er hat Mutant gesagt und es kamen Videosequenzen zu still. Deswegen werde ich mal denken, denke ich mir mal, nicht werde nur denken, es ist ein Endboss. Beziehungsweise ein Boss. Also ein stärkerer Gegner ins Deutsch. Ich würde mir jetzt erstmal einen Granatenwerfer schnappen. Die Pistole weglegen, die werden wir nicht in diesem Kampf brauchen können. Shotgun, bla, ja, ja. Magnum. Und ich werde nochmal speichern, ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Kombinieren, 30 Schuss, das ist schon mal ordentlich. Ja, warte mal, ich sortiere mal eben kurz alles. Mein Inventar. So, die Shotgun ganz da oben.
unter der Granatwerfer. Plus Flammengranaten Notfall. Darunter die Magnum plus das erste Hilfsspray. Darunter kommt der Parkschlüssel plus der Lockpick. Das hat man eben zum Speichern und ich nehme mir noch, falls ich vergiftet werde, einen Superkorb mit. Ich kann keine Quicksaves machen, das wissen wir aber mittlerweile schon. Da ich mit dem Aufnahmegerät spiele und sorry, die Original-CD. Die Original-CD ist so. Ich spreche mal auf 7. Graveyard. 18. Das ist der 18. Safe, ne? Ja. Was ist mir mit? Ah, was soll das denn? Ich bin nicht dumm. So. Wir sind auf Fein gestellt und haben 3 Heilkräuter mit. Beziehungsweise einmal Heilkräuter, falls wir vergiftet werden, und zweimal. Zweimal Acid Spray. So. Na. Videosequenz. What's going on? Whoa! Das ist doch nicht der Wurm von... Irgendwie sieht das aus wie so ein Riesenpenis. No. Der Penis ist doch hier. Stop! Wow. Oh mein Gott, ey. Komm raus, komm raus, komm raus. Na! Stirb! Wo, ja, wo schießt du hin? Puh. Und noch keinmal, noch einmal wurde ich drauf. Verdammt. Of course, ja. Das ist Frage. Mein Nemesis ist sofort tot. Nemesis hab ich nicht. Okay, dann so of course, war. Oh, noch zwei. Boah. Was ist das? Ist eine Laterne umkippt, ja. Ha! Schiefe Kobraten! Wir stellen uns aber recht gut an. An dem Drecksvieh ist das hier überhaupt hin. Ja! Vieh ist tot! Wir haben nur ein Hellspray benutzt. Wir haben immer noch Granaten übrig.
10 Stück. Ja, hier haben wir 2 Schüsse vom Bo braucht und sonst nur die und die Magnum komplett. Hat der was gedroppt? Schnell weg hier, falls das Vieh nochmal aufsaugt. Ein Halsband nur benutzt, das wir auch da gefunden haben. Das ist richtig gut eigentlich. Also ich mache mir jetzt eigentlich keine Sorgen mehr, um wie viel Munition ich noch übrig habe, sondern ich mache mir jetzt eher Sorgen, wie viel Leben meine ich schon. Ich mache mir eher Sorgen, wie viel Munition wir am Ende noch bekommen, weil unsere Munition wird knapp. Boah. Na, fickt euch. Wisst euch. Wo kommt ihr überhaupt mal her? Klar, vor allem noch diese komischen Viecher jetzt hinter Spinnen. Boah. Schnell ein Safe finden. Ich will überlegen, wir könnten ja, wenn wir jetzt hier rausgehen und rechts gehen, ist ja noch, es geht ja diese kleinen Treppen runter und da ist ein Safe. Ich werde dann Schnitt machen. Ich glaube, ich werde nicht jetzt noch riskieren, durch den Parktor zu gehen. Da ist kein Safe, um dann zu sterben. Das Risiko werde ich nicht eingehen. Wo kommen die überhaupt immer her? Egal. Wüsste ich. LOL. Wie habe ich das nur geschafft, den abzufackeln? Unser Freund ist noch da. Den erledige ich jetzt einfach mal. Dann taucht er nicht mehr auf. Alter, das war der beste Part, den wir bisher gespielt haben. Ein Endgegner besiegt ohne nur... Na doch, mit dem Heizbein haben wir benutzt. Oh, boah, zu verzweifeln. Das war echt knapp. Na, ah, schon ist Magnum wieder leer. Aber das ist Ding jetzt. Ja, das legen wir da ab. Das ist unsere Standardausrüstung. Wir nehmen nochmal das Farbband. So was am Abend. Jetzt schnell noch speichern, dann gehe ich, render ich das Video dazu und dann gehe ich schlafen. Graveyard 7. Eben ablegen und machen Schnitt. Fazit, guter Part. Ich bin echt geschockt. So, ich würde sagen, wie ich auch schon die ganze Zeit laber. Schnitt, Cut, was immer, was auch immer. Bis zum nächsten Part. Bis Jakob da beim 26. Ciao, Leute.